Jetzt geht's los mit dem NRZ Talk. Gute Unterhaltung wünscht Ihre NRZ. Ja, hallo alle zusammen. Ich begrüße euch alle zum NRZ Talk heute nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. Ich habe auch wieder sehr nette Gäste bei mir aus der Mannschaft und Camilla wird Robbie und auch Bruno zum Teil übersetzen, wenn Bruno die deutsche Sprache, meine schnellen Fragen nicht versteht, aber da gehe ich nicht von aus. Und Robbie wird auf Englisch antworten und Camilla wird dann die Übersetzung vornehmen. Ich frage einmal zuerst Bruno. Du bist jetzt knappes Jahr hier und hast bisher leider extrem viel Pech gehabt, was Verletzungen anbelangt. Glaubst du, dass du im Laufe der Saison noch wieder richtig fit bist? Du bist jetzt, glaube ich, wieder im Training. Ja, genau. Ich war der Pechvogel von der Mannschaft leider. Und jetzt trainiere ich schon wieder 3 Wochen mit der Mannschaft. Und ich muss Gas geben und auf meine Chance zu warten jetzt. Es ist natürlich schwer, im Laufe der Saison dann so einzusteigen, wenn die Mannschaft auch schon relativ eingespielt ist und die Positionen eigentlich schon klar sind. Aber du glaubst weiter an deine Chance, dass du im Laufe der Saison noch einen Einsatz bekommst? Ja klar, ich hoffe auf meine Chance zu erwarten. In der Mannschaft spiele ich stark jetzt in den letzten 3-4 Spielen. Aber ich warte auf meine Chance, ja klar. Robbie, 45. Minute, verletzt auf dem Platz. Meine Frage, ganz wichtig an dich, fit für Schalke? 45. Take to you. Yeah, I got a little kick there at the end of the first half, so it's I'll be right for the Schalke game. Er wurde nur umgetreten und er ist fit für Schalke auf jeden Fall. Ich hörte, dass es einen Tritt auf die Achillessehne gab. Das ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit, aber keine Gefahr. No, it's just a kick and I was struggling a little bit in the second half, but I'll be right for the next game. Bruno, mal eine ganz andere Frage. Wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man draußen sitzt, nicht eingreifen kann und mit der Mannschaft im Prinzip bangt und zittert? Ist das ein Gefühl von Ohnmacht? Ja, gerade heute in den Spielen, ich glaube, jeder Fan ist auch sehr genervt. Ne? Wir hatten viele Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit, zum 2-0 oder 3-0 machen. Aber Fußball ist leider so, und aber ist besser so auf der Platte stehen, ja klar. Robby, ich habe nicht mitgezählt, aber gefühlt würde ich sagen, heute 30 Mal gefoult worden. Entnervt das einen Stürmer? No, it's difficult to try and keep taking players on, but hopefully the referee keeps dealing with it, and they got a Rota card tonight, so that's my job to keep taking players on, so I'll keep trying it. Ja, es ist natürlich hart, wenn man immer umgetreten wird, aber der Schiedsrichter hat das ja auch dann bestraft mit der roten Karte, und es ist sein Job natürlich dann weiterzumachen. Das impliziert, dass Robby die gelb-rote Karte dann als berechtigt ansah. Siehst du das auch so, oder war die Entscheidung am Ende vielleicht ein bisschen hart? Nee. Der Schiri hat richtig gemacht und war klar, der rote Karte, gelbe Rot. Jetzt ist es so, Robby Kroos spielt nicht nur bei Fortuna Düsseldorf, sondern spielt auch für die australische Nationalmannschaft. Und da steht jetzt gerade Ende März, glaube ich, wieder eine Reise nach Down Under an, zu einem Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel gegen Oman. Ist es besonders anstrengend? Wie verarbeitet man sowas? Braucht man dann 4-5 Tage Zeit, um wieder so richtig zu Kräften zu kommen? How do you do that?
Yeah, it's very difficult. Obviously, Australia is, you know, it's a long flight away. It usually takes 26 hours to get home, so it's difficult. But you know, it's always an honour to play for my country. So you know, I always put my hand up to do that. Es ist natürlich hart, weil er natürlich 26 Stunden bis nach Hause braucht. Aber es ist natürlich eine große Ehre für seine Heimat zu spielen und deswegen hebt er immer den Arm, sagt er jetzt gerade, um für seine Mannschaft zu spielen und für sein Land. Ich glaube, das ist auch aller Ehren wert. Robbie, ich habe bei der Analyse des Spiels, beziehungsweise wenn ich mitgeschrieben habe, eigentlich bei jeder Chance für die Fortuna warst du beteiligt. Am Ende würde ich sagen, gab es vielleicht 3, 4 Chancen, die man eigentlich hätte reinmachen müssen. Du hast schon aus ganz anderen Situationen getroffen. Ärgert einen das ganz besonders? Yeah, I have, you know, 2 or 3 really good chances that I probably should have scored, and yeah, it's disappointing, but in the end, it's as long as the team wins, that's all that counts. But you know, if I get the chances next game, you know, hopefully I score. Er hatte natürlich einige Chancen, die er da verpasst hat, und es ärgert ihn natürlich. Aber das, was zählt am Ende, ist, dass das Team gewonnen hat, und beim nächsten Mal wird's dann besser. Das nächste Spiel findet statt nächste Woche Samstag auf Schalke. Wie groß sind aus deiner Sicht, Bruno, die Chancen, da 3 Punkte einzusacken? Die Schalker sind im Moment nicht gerade mit besonders viel Glück bestückt, beziehungsweise spielen ehrlich gesagt einen ziemlich grottenschlechten Fußball auch. Glaubt ihr, dass ihr in Schalke gewinnen könnt? Ja, wir haben schon gezeigt gegen Borussia Dortmund, ne? Wir haben da ein schwieriges Spiel, und ja klar, wenn wir eine super Leistung bringen gegen Schalke, wir können einen Punkt bringen, oder wieso nicht 3 Punkte? Robbie, der Elfmeter, der für euch gepfiffen wurde, sozusagen für dich gepfiffen wurde, wenn dann der Kollege da antritt und den Ball dem Torwart mehr oder minder in die Arme schiebt, ärgert einen das? No, yeah, Danny scored a elfmeter in Gladbach, so it's yeah, he felt confident. It was unfortunate that he missed, but everyone misses penalties, you know, every now and then. So you know, like I said, as long as we won, that's the main thing. So yeah. Danny hat bereits gegen Gladbach getroffen und fühlte sich sicher, und jeder verschießt mal einen Elfmeter, und solange wir gewonnen haben, also solange das Team gewonnen hat, ist das kein Problem. Robbie, du bist jetzt auch schon etwas länger hier, mehr als eine Saison. Wie lange braucht man, um sozusagen sich in Deutschland zu akklimatisieren? Yeah, it was the first year was difficult. It was I didn't play a lot, so. Yeah, it was quite hard, but my girlfriend lives here now with me, so it's made it a lot easier. And obviously, I'm playing now, and you know, I feel a part of the team, and you know, I feel really good to do my bit for the club. Du bist sozusagen der Shootingstar eigentlich bei der Fortuna. Du hast es gerade selber gesagt, dass du in der letzten Saison nicht so viel Spielzeit hattest. In dieser Saison machst du vorne die Tore, heute mal ausgenommen. Aber an und für sich bist du eigentlich der Mann der Mannschaft sozusagen in dieser Saison. Jetzt ist die Frage, könntest du dir vorstellen, auch noch länger für die Fortuna zu spielen? Also man liest immer mal wieder, dass es schon Gespräche gibt über mögliche Vertragsverlängerungen. Ist das im Moment ein Thema, oder konzentriert man sich nur auf die laufende Saison? Yeah, I still have 1 more year left, so I stayed till 2014 in the summer. So I really enjoy playing here in front of the great fans we have, and you know, I really love the city, and I'm enjoying the team, and you know, everyone makes me feel really welcome here. So as long as you know it stays like this, I hope to stay here.
ich fasse jetzt mal die beiden letzten Fragen zusammen, weil da das hatten wir vergessen. Also er fühlt sich hier sehr wohl. Er hat jetzt noch ein weiteres Jahr und die Stadt gefällt ihm, der Verein gefällt ihm. Also er fühlt sich sehr, sehr wohl und seine Freundin ist auch hier und unterstützt ihn und hilft ihm. Und deswegen ist darüber noch nicht zu diskutieren. Bruno, Robbie spielt in Australien Nationalmannschaft. Ziel für dich? Wieso nicht? Ne? Der Dante hat jetzt gezeigt, mit 29 Jahren in der Nationalmannschaft. Fußball geht schneller, ne? Aber erst einmal ich muss hier spielen und danach mal gucken. Jetzt haben wir gerade die Deutschland-närrischen Tage hinter uns. Karneval in Düsseldorf. Ein echtes Highlight. Was sagt der Brasilianer dazu? Nee, ich bin ganz ruhig, ich habe Deutsch schon und ich mache immer Familienprogramm, ganz ruhig. Ich habe zwei Kinder, eine Frau, immer zu Hause, gutes Essen und ich bin sehr zufrieden hier in Deutschland. Robbie, auch die Frage an dich, kannst du mit Karneval was anfangen? Yeah, it's you know, I'm not used to anything like that in Australia, so it's a massive event, and I had my mother and father here, and they couldn't believe how big it was. So it was it was very interesting. Es war sehr interessant für ihn. Seine Mutter und sein Vater waren hier, und er kennt sowas halt überhaupt nicht, und da ist es sehr interessant für ihn, das mal mitzuerleben. Ja. Das war eigentlich auch schon wieder der NRZ-Talk am heutigen Samstag nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei meinen Gesprächspartnern an dieser Stelle bedanken, bei Camilla vor allen Dingen für die Übersetzung. Vielen Dank dafür. Alles Weitere zum Spiel und auch im Vorgriff auf das nächste Spiel gegen den FC Schalke lesen Sie in Ihrer NRZ. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg und bis die Tage. Dankeschön. Das war der NRZ-Talk. Alles Weitere zur Fortuna lesen Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer NRZ. Bis zum nächsten Mal.